Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Lords of Shadow. Wir hatten beim letzten Mal viel Spaß mit Baba Yaga. Also, naja, Spaß ist so relativ zu sehen. Ich meine, ich bin ja eher verzweifelt in diesem... Was war das für, gleich für ein Ding? Hier, der Leierkasten, genau. Ah, der Leierkasten. Er war der absolute Hass. Aber jetzt geht's für uns... Ja, wo geht's eigentlich für uns hin? Ich habe keine Ahnung. Zum Titanenfriedhof und ich würde sagen, wir schauen uns auch sofort an, was es mit dem Titanenfriedhof auf sich hat. Denn wir wollen eigentlich ja ins Reich des Todes, um den letzten Fürsten der Schatten zu kriegen. Machen wir uns auf den Weg ins Abenteuer! Stürzen uns hinein! Baba Yaga sent our hero to the Titan's graveyard, and I have sent her soul to the underworld. She will trouble us no more. Now my friend enters the land of the dead, and his final battle is coming. I must find my own path and try to meet with him at some point. For now, he is on his own. The land requires sacrifice. Sacrifice I hope that he can make, because without it, he will not get very far. I must have faith in him now. The seed was sown long ago, and it flowers beautifully. He has come this far down the path. I must believe that he will go all the way. Du hast Baba Yaga getötet? Sobek, du bist eine übelste Sau. Komm, die waren nicht so böse gewesen. Das ist nicht nett. Ich mag dich nicht irgendwie. Du bist sowieso so ein John Connery für Arme. Na gut, auf geht's. Wow. Das sieht speziell aus. Okay, das ist mal ein etwas speziellerer Ort, würde ich sagen. Oh, da kommen wir natürlich nicht auf die Art und Weise rüber, ist ja klar. Sollten wir es vielleicht mal mit dem Sprintsprung probieren. Gut, ich hätte auch einfach die Flügel benutzen können, fällt mir gerade ein. Aber wir wollen es uns ja nicht zu einfach machen. Kann ich ja eigentlich nach unten gehen? Gibt's da was? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ups, falsche Taste. So, was... Können wir hier irgendwas einschlagen, zufälligerweise? Was ist denn das für eine seltsame Kameraführung? Wo geht es denn lang hier? Ich blicke ja nicht durch, ehrlich gesagt. Ach hier, ach! Man sieht das Leuchten der Kante gar nicht. Weil hier alles leuchtet. Ein sehr seltsamer Ort, muss ich sagen. Ja, natürlich. Dann lass mal schwingen. Hops. Wenn du weißt, wo du hinmachst, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Stets nach oben scheint das Ziel zu sein. Oh, ja, natürlich. Wo sind wir da nur wieder hingekommen? So, ich glaube, wir müssen an die untere Kante, oder? Von hier aus irgendwie weiter? Nee. Oh, was? Warum lässt du los? Was geht ab mit dir, Gabriel? Okay, eigentlich müssen wir ja hier drüben lang. Ja, jetzt macht das auch. Wunderbar. Zumindest da sind wir schon mal raus. Aha. Ein... interessanter Ort. Hier will ich sein. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich im Reich des Todes angekommen. Eine schreckliche Ödnis. So würde ich mir das Reich des Todes auch vorstellen. Na gut. Mein Herzschlag nervt mich ein bisschen. Also, ich höre ihn ja, weil mein Leben so niedrig ist, aber... es nervt schon ein bisschen, muss ich sagen. So, haben wir hier zufälligerweise irgendjemanden, den wir ausnehmen können? Das ist jetzt natürlich gemein, hier liegen so viele Leichen. Ja, tatsächlich. Wie bist du denn hierher gekommen, mein Freund? Eine Schriftrolle. Die Spuren des letzten Kampfes.
Die Titanen, die hier liegen, sind Überreste einer längst vergangenen Zeit, Opfer des Krieges mit dem personifizierten Bösen. Das Land der Toten bleibt den Anhängern des Glaubens verschlossen und nur jene, deren Herz verdorben ist, erhalten Zugang. Weder ich noch meine Brüder können unseren Weg fortsetzen, wenn wir der Versuchung nicht unterliegen. Ich frage mich, ob irgendjemand dieses Böse besiegen kann. Das heißt, wir sind verdorben, weil wir wahrscheinlicherweise den Weg fortsetzen werden können? Verstehe ich das richtig? Ich meine, gut, auf Gabriels Seele lastet ein Schatten, das hat Sobek ja mehrfach gesagt, glaube ich. Aber ich hätte jetzt trotzdem nicht unbedingt gedacht, dass er deswegen gleich ein Bösi ist. Hops! So, kommen wir ohne Probleme hin. Achso, ich dachte, der hätte was für uns hier, aber nein. Ich weiß nicht, ob wir... Wir probieren es mal. Ja, wir kommen da drüber. Sehr gut. Oh, hallo! Was seid ihr denn für welche? Die sind speziell. Oh, und natürlich auch noch Skelette dazu. Ist ja klar. So, komm mal hier gleich. Flächenangriff auf alle. Ein neuer Bestiarien-Eintrag. Die sehen sehr eklig aus, muss ich sagen. Ach komm, ich bin noch ausgewichen. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Lichtmagie einsetzen. Das könnte nicht schaden. Oh, schnell weg. So, meine Freunde. Ich gehe dann lieber mal ein bisschen auf Distanz. Oh nein. Jetzt kommen die schon wieder, die Viecher hier. Na gut, zumindest kann ich da mein Leben in Ruhe aufladen. So, ich halte mich mal ein bisschen fern. Oh, komm. So, sehr gut. Haben wir mal ein paar Treffer gesetzt, wenigstens. Ich denke, das reicht erstmal an Leben wieder. Oh, nicht doch. So, der hat schon kein Schild mehr. Sehe ich jetzt gerade erst. Da gehe ich natürlich erstmal auf den drauf. So, da hätten wir den schon mal unten. Und hätten ihn auch klein gekriegt. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, oder? So, warten wir mal, bis der fertig gewirbelt hat hier. Sehr gut. Dem haben wir schön eins zugesetzt gerade. Zack. Schön. Und auch sein Schild ist hinüber. Seit wann haut das die denn so weg? Finde ich gut, aber kommt mir neu vor irgendwie. So, gib mir mal das eine kleine Ding da. Ja, damit. Und zack. So. Ah ja, noch ein paar mehr, das ist sehr schön. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal Ruhe haben. Und hier liegt jemand. Eine weitere Rolle für uns. Man muss die Schattenmagie erlernen, um das Böse, mit dem wir es zu tun haben, wirklich zu verstehen. Man muss selbst zum Bösen werden, um es zu zerstören. Im Himmel ist kein Platz für uns, wenn wir zu dem werden, was wir bekämpfen. Ja, das glaube ich gern. Klingt, als ob die Leute auch so ein bisschen die Hoffnung verloren haben. Mag das sein? Okay, ich bin immer so ein bisschen mit einem halben Auge damit beschäftigt, die Leichen abzusondieren, um zu schauen, ob irgendjemand hier was für uns hat. So wie dieser feine Herr, der unser Lichtmedaillon vervollständigt. Sehr gut. Also ein bisschen habe ich auch wieder gesammelt zwischendurch und damit sollten wir jetzt... Ist das denn jetzt schon vollständig? Nein, ich glaube, eine Stufe mehr geht noch, ne? Also es ist so eine vor dem Ultimo, würde ich denken. So, dann mal wieder hoch. Ich weiß zwar nicht, wo wir hin müssen, weil ich nur diesen einen Weg gesehen habe, aber es wird sicherlich noch einen anderen Weg geben. So, wieder runter. Ach, hier unten lang, ja? Oder bin ich schon hier gekommen? Oh, shit. Ihr mit eurem giftigen Nebel. Geht das hier drüben vielleicht lang? Nee, ne?
Oh, geiles Level-Design. Indem man nicht erkennt, wo es lang geht. Halt! Nicht in den giftigen Schleim rein. Oh Mann. Na gut, wir schaffen es ja wieder raus. Halt, 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 halt. Nicht so voreilig, mein Freund. Gut, dann probieren wir es doch vielleicht einfach mal hier drüben, oder? Nein, hier geht's nicht lang, aber davon. Oder? Geh nochmal wieder raus. So, genau, das dachte ich mir doch. Hier geht's hoch. Okay. Ah, das reicht nicht. Aber es sieht danach aus, als ob es dort oben was für uns gibt. Das will ich mir natürlich gern mit einsacken. Ach, Mist. So solltest du da nicht landen. Komm, lauf schneller. Ich weiß, wir sterben gerade. Och, Mist. Ihr seid böse. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Dann komme ich zumindest nochmal schön zu dem... Ja, ja, ja. Zu dem Punkt, an dem wir gerade waren. So, sollte eigentlich machbar sein. Ich habe ja bloß relativ schnell schon den zweiten Sprung ausgelöst. Ah, so wie jetzt auch. Verdammt. Ich bin zu ungeduldig. Echt jetzt? Die muss ich normal bekämpfen? Nö, später. Jetzt nicht. Die sollen mal schön warten. Erstmal ist hier hüpfen angesagt. So, neuer Versuch. Und diesmal schaffen wir es auch. Relativ problemlos. Oh. What the fuck? Was ist das? Alter! Womit kämpfe ich hier? Oder wogegen? Oh Gott. Ihr könnt euch abgefuckte Viecher ausdenken, ey. So, das lädt zumindest unser Leben wieder ein bisschen auf. Kämpfe ich gerade wirklich gegen einen Sarg? So, reicht an Lebensaufladung? Man muss ja auch ein bisschen haushalten und sparen, ne? So, ich denke jedes Mal, wenn er so zurückweicht, dass er in irgendeine Konterhaltung geht oder so. Oh nein, Mist, wartet mal kurz. Ich muss mal ganz kurz meine Katze aus dem Bild werfen. So, weiter geht's. Ah, Mist, Mensch, ich wollte doch springen. Warum habe ich es denn nicht gemacht? Okay. Sehr gut. Und zack. So, dann mach mal auf das Loch. Kuschelige Umarmung und raus mit dir. So, ich sammle noch mal ganz kurz hier und dann machen wir den kleinen Bastard fertig.